Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige, ich möchte Sie recht herzlich zu unserer vorweihnachtlichen Adventfeier begrüßen. Es ist noch nicht ganz der zweite Advent, aber man kann ihn schon erahnen. Es hat heute schon ein klein wenig geschneit. Und jetzt kommen meine Begrüßungsworte. Vor langer Zeit einmal, als es das Jahresendgeschäft noch nicht gab und es im Dezember meistens klirrend kalt war, diente die Adventszeit der Besinnung. Man nutzte das Wetter, um sein Haus und sein Werkzeug in Ordnung zu bringen. Und man nutzte die Zeit, um mit sich selbst ins Reine zu kommen. Diese innere und äußere Ordnung waren die Grundlage, um unbeschwert segensreiche Feiertage und einen hohen Jahreswechsel zu erleben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie Zeit für sich selbst finden und besonders die kleinen schönen Momente wahrnehmen, die helfen, eine Sorge zu vergessen oder eine Last leichter zu tragen. Wir freuen uns, dass wir heute alle hier sind und ich möchte Ihnen unsere Frau Svetlana Wilska vorstellen. Sie wird heute mit uns zusammen das Rahmenprogramm gestalten. Wir werden gemeinsam singen und Sie werden kleine Gedichte hören. Und wir haben auch kleine Sängerinnen und Sänger heute mit uns da. Versammelt haben. Ich werde Ihnen die schönsten Weihnachtslieder singen und jeder kann natürlich auch gerne mitsingen.
wir verteilen das Gebäck und die Getränke und wünschen allen guten Appetit. Danke. Thank you.
Thank you.
wenn Menschen zueinander stehen und ihren Weg gemeinsam gehen, dann ist Bethlehem nicht weit, dann ist Weihnachtszeit. Sag mir, wo liegt Bethlehem? Vielleicht bei uns zu Hause? Wenn wir gemeinsam Lieder singen und einander Freude bringen, dann ist Bethlehem nicht weit, dann ist Weihnachtszeit. Sag mir, wo liegt Bethlehem? Vielleicht in unserer Stadt, wenn Reiche auch an Armen denken und einander Hoffnung schenken, dann ist Bethlehem nicht weit, dann ist Weihnachtszeit. Sag mir, wo liegt Bethlehem? Vielleicht in unserem Land, wenn Menschen still im Frieden leben und den Wein die Hände geben, dann ist Bethlehem nicht weit, dann ist Weihnachtszeit. Certitude, le froid et l'absence.
Wollen wir zusammen singen? Lied Nummer 9, Haichi Bumbaichi. Es ist ein guter Ausgang.
Gedicht Weihnachten im Wandel der Zeit. Als ich ein Kind noch gewesen, das ist schon lange her, da war Weihnachten ein Erlebnis, ein Märchen und noch viel mehr. Es gab kleine Geschenke, denn wir waren ja nicht reich. Doch diese bescheidenen Gaben kamen dem Paradiese gleich. Es gab Äpfel und Nüsse, mitunter auch ein paar Schuhe. Und wenn die Kasse es erlaubte, ein kleines Püppchen dazu. Wie selig war doch das Kinderherz bei all dieser Pracht. Und ein heimliches Rauschen ging durch die Stille heiliger Nacht. Ich wurde größer und älter und wünschte mir, dass und dies, ich hörte auf, in das Christkind zu glauben und verlor dabei das Paradies. Es kam der Krieg mit all seinen Leiden, mit Hunger und Not. Wir wurden wieder bescheiden und dankbar für ein Stück. Wir alle wurden kleiner und ein Wunsch hatte Macht. Wir wollten wieder vereint sein mit unseren Lieben in der stillen, heiligen Nacht. Doch der Wunsch erfüllte sich selten. Sie lagen draußen und hier in Wacht. Und wir waren einsam und weinten in der stillen, heiligen Nacht. Und dann war der Krieg zu Ende. Eine neue Jugend wuchs heran und alle hatten ihre Wünsche an den lieben Weihnachtsmann. Nur sie waren nicht klein und bescheiden. Der Wohlstand kam ins Land, die Wünsche wurden groß und größer und das Schenken nahm Überhand. Nun wird gewünscht und gegeben und keiner fragt nach dem Wert. Vergessen sind Krieg und Armut und die Stunden am einsamen Herd. Aus dem schönsten der christlichen Feste hat der Mensch einen Jahrmarkt gemacht. Er wünscht sich vom Besten das Beste und vergisst den Sinn der heiligen Nacht. Dankeschön.
Lied Nummer 11, O Tannenbaum. Wollen wir alle zusammen singen? O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grüßt mich nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum, O Tannenbaum, du kannst mir sehr. Irgendeinem armen Menschen besonders viel Glück im neuen Jahr bringen.
Das besondere Glühschwein war mächtig stolz. Wer nicht kauft, tönte es laut vor seinen Kollegen, wird ein ganzes Jahr nur Glück haben. Ach, was sag ich, ein ganzes Jahrhundert, jawohl. Oder sogar ein ganzes Jahrtausend, spottete eines der anderen Schweine. Mindestens, sagte das Glücksschwein, und es begann mit hoch erhobenem Kopf und vor stolz geschwollener Brust vor den anderen Schweinen auf der Theke auf und ab zu tippeln. Weil es aber seinen Kopf gar so hoch reckte, stolperte es über seine eigenen Füße und fiel plumps auf den Boden. Dort lag es nun in viele, viele Teile zerbrochen, mit einem schiefen, gar nicht mehr stolzen Grinsen im Gesicht. Während es sich noch wunderte, kam ein Hund von der Straße in die Bäckerei geflitzt und fraß die Marzipanreste ratzeputz auf. Da lachten die anderen Schweine und eines sagte, ja, so ist das mit dem Glück. Wenn man nicht ganz genau darauf aufpasst, kann es leicht zerbrechen.
Freundliches Weihnachtsfest und alles Gute. Danke.